Ja, hallo, hier spricht der Vater von Sniper Major. Da ihr damals sehr gut reagiert habt auf unser gemeinsames Projekt, will ich jetzt einmal ein eigenes vorstellen, da Minecraft mir sehr gut gefällt. Ich liebe Aufbausimulationen und ja. Ich habe hier eine eigene Welt erstellt einmal. Dies war mein erstes Projekt, das Haus am Meer quasi, mit Terrasse rundherum laufend. Ich habe noch nicht sehr viel eingerichtet, gerade die wichtigsten Sachen. Mit ersten Stock, mit schöner Aussicht. Wie gesagt, das sollte sehr lange dauern. Das Projekt wird eine Stadt, hat eine Burg. Hier habe ich Keller, wie gesagt, alles noch nicht eingerichtet, das kommt alles noch. So, das war mein erstes Projekt, dieses Haus. Hier ein schöner Garten, Zäunen und so. Man kann hier sehr schön sehen, dass ich versucht habe, das halbwegs ansehnlich zu machen. Das zweite Projekt, was ich gestartet habe, war hier. Alles mit Türen, gedeckte Brücke. Dann habe ich versucht, eine Höhle zu finden, wo viele Rohstoffe sind. Hier einen Weg angelegt, der entlang dieses Meeresarms entlang läuft. Ich habe hier eine Höhle gefunden, in der ich meine ganzen Rohstoffe abbaue. Da geht es ziemlich weit runter. Ich habe jetzt einmal ausgeschalten, die Monster. Man sieht schon, hier sind einige Rohstoffe, die geht ziemlich weit nach hinten, auch nach außen wieder. Das ist meine Rohstoffhöhle, wie gesagt. Hier geht es wieder nach außen. Gehen wir jetzt zurück. Man sieht da drüben jetzt recht schön einen Garten, die Brücke. Wie gesagt, ich liebe solche, also Minecraft ist für mich eines der besten Programme, die in letzter Zeit so auf den Markt gekommen sind. Ich war auch sofort dafür, als mein Sohn mich angesprochen hat. Da wird noch alles schöner, da kommen noch, man sieht hier die Fenster, da will ich noch Blumen und alles ansetzen. So, gehen wir mal weiter. Das nächste Projekt war dann hier. Bin leider nicht so bewandert wie mein Sohn mit der Maus und mit der Steuerung. Hier geht es dann zu einem Strandhaus. Das war mein nächstes Projekt. Das wächst natürlich alles zu wieder. Ist auch noch nicht, ist nur aus Ziegelsteinen gebaut mit einem Anleger. Sieht so aus, so ein reines Strandhaus wird das. Also ich finde, das mit Schnee ist seit der neuen Version neu für mich. Sieht natürlich jetzt am Strandhaus nicht so toll aus. So, ich habe da drüben einen Anleger gemacht. Normal schwimme ich mit dem Boot drüber, diesmal mache ich so. So, das nächste Projekt ist der Dom.
ihr seht, ist das eine eigenwillige Konstruktion. Hier ist der Beginn der Ortschaft oder der Stadt, die ich geplant habe. Also eine Bäckerei. Wie gesagt, da wird noch alles angerichtet. Da unten ist ein Keller für die Vorräte. Schönes Tiegeldach. Und hier nach hinten soll diese ganze Stadt ausgebaut werden. Ein Hafen ist geplant. So, schauen wir mal in die Kirche rein. Ich sag Dom, das ist schon ziemlich, habe ich rundherum so einen kleinen Weg gemacht, wo man quasi herumgehen kann. Das ist noch nicht ganz fertig, da sieht man schon ein bisschen rein in die Kirche. Wie gesagt, ich bin nicht so bewandert wie mein Sohn, der das beherrscht. Das ist das Domschiff. Halt, da soll das sein. Da kann man zu den Türmen raufgehen. Gibt's Türen. Da geht es dann ganz rauf. Gehen wir mal, schauen wir mal hinauf, dass ihr das seht. Dann immer schön im Kreis herumgehen, bis man oben ist. Beleuchtet, schaut in der Nacht sehr gut aus. Habe ich so Glasbausteine reingesetzt. Aus dem Grund, dass da ein bisschen hell ist. Und ja, hier sind so Aussichtstürme. Sieht man dann sehr schön herum. Da muss ich noch, das kann ich gleich machen. Wenn ich schon dabei bin. So, dass man da durchgehen kann. Wie gesagt, da sieht man runter auf mein Strandhaus und da hinten ist das erste Gebäude dieser Welt, die ich da mache. So, gehen wir in den anderen wieder runter. Ich finde es schade, dass man keine Glocken montieren kann, aber das sind halt Sachen, die werden vielleicht irgendwann einmal von irgendwem gemacht. So, da kann man wieder runtergehen. So, wieder raus. So, das zweite Projekt, das war jetzt das dritte, die Kirche. Das letzte Projekt war diese Bäckerei. Da habe ich jetzt einen Weg gemacht, im Hintergrund seht ihr schon, was auf euch zukommt. Das ist so eine Allee, eine Baumallee. So, kommt man jetzt zu einem Durchgang. Man sieht hier von diesem Projekt nicht viel heraus. Es ist eine Burg. Da sieht man den Dom. Diese Burg hat einige Eigenheiten. Das werdet ihr sehen. Ich habe die Burg über einen Lavasee gebaut. Ein Kamin, ein offener, ein großer. Es ist wie gesagt noch nichts eingeräumt. Es ist noch nicht fertig. Das sind diverse Räume. Da kann man raufgehen, da gibt es oben, so, ein Übergang, da sieht man dann schön die ganze, schönes Gewitter ist jetzt, ich wollte das eigentlich machen, wenn es schöner ist, aber das Wetter ist halt wie es ist, so, ja. Dann kommt da noch eine Konstruktion meines Sohnes, die mir sehr gut gefällt. Man sieht, hier ist der Durchgang durch den Berg und hier, wenn ich hier drauf schalte, sieht man, ups, kommt keiner mehr durch, ist alles gesperrt.
Das sind Sachen, mit denen ich mich noch nicht so beschäftigt habe. Mit den Redstone-Geschichten. So, gehen wir weiter in der Burg. Da hat man einen schönen großen Aufgang. Türe. Das wird der Thronsaal. So ist es geplant. Da sieht man diese Vortürme, die zwei. Und da geht es durch. Durch den Berg da drüben, dieser Eingang, und das ist alles mit Wasser gesichert. Es gibt auch einen Burggraben, man sieht hier, das Wasser kommt herab, das sehen wir uns dann alles von draußen an. So, wir haben noch eine Etage, die recht interessant vielleicht wird. So, ich finde das selber jetzt im Moment nicht da. So, das wären dann die Räume der Burgkern. Da geht's raus. Da sieht man jetzt, da kann man da auch raufgehen. Das ist die ganze Burg. Ist noch nicht richtig gesichert, man kann auch überspringen. Wie gesagt, hier sieht man den Burggraben, den ich hier als zwei Wasserfälle links und rechts von der Burg gemacht habe. Das wird noch etwas anders, da fällt man runter. Das ist der Eingangsbereich. Das sind die zwei Burgfriede, die da hoch sind. Da sieht man schön auf den Dom. Da ist auch ein Lavasee. Da hinten ist Strandhaus und das erste Projekt, sowas am See oder am Meer. Man kann auch hier runtergehen. Schauen wir uns von da an, dass wir da nicht wirklich... Das sind die zwei Burgfriede, diese Vorsprünge, und da sind die Türen, wo man quasi... Und das wird alles noch, wie gesagt, das werden Zimmer für diverse Burgbewohner. So, jetzt gehen wir mal runter, Keller. Dann hier runter gehen. So habe ich angefangen, da habe ich mir ein Bett gemacht, dass ich die Nächte überstehe. Das ist der Lavasee, da gibt es einen Ausgang, jetzt sind wir quasi unter dem Eingang. Das ist der Eingangsbereich da oben. Dieser See war vorgegeben. Diese Wasserfälle kommen von oben, die habe ich gemacht. Jetzt schauen wir, das ist der Burggraben, der natürlich, ich werde jetzt darüber, dass wir die Burg ein bisschen schöner sehen. Wie man sieht, wird es schon wieder Nacht. Und das ist das Burggebäude. Sieht so aus von der Entfernung. Es ist schon ein bisschen beleuchtet. Wie gesagt, Burggraben und so, das wird alles noch etwas besser gemacht. So sieht das Ding aus. Das sieht man auch. Gehen wir mal hin. Ich finde es ein bisschen komisch, diese abgegrenzte Sache. Bis hierher ist Schnee und hier ist kein Schnee. Da kommt, wie gesagt, der Wasserfall runter. Der simuliert den Burggraben. So, nachdem jetzt schon Abend ist, wünsche ich euch auch einen guten Abend. Vielleicht noch ganz kurz. Wenn man darüber geht, sieht man das recht gut, glaube ich. Da gibt es ja was zum Sammeln. Das ist diese Konstruktion, dass keiner rein kann. Da durch diesen Berg geht der Eingang. Da ist diese Falle, falls wer reinkommen will, der nicht soll. Da oben ist ein Wasserbecken, wo links und rechts diese Wasserfälle runtergehen. Na, die Kuh stößt mich an. Wie gesagt, das ist mein erstes Projekt hier und ich werde euch weiter informieren, was so passiert. Ich habe da ein paar Ideen, lasst euch einfach überraschen und würde mich freuen, wenn ich irgendwelche Antworten oder Tipps bekommen könnte von euch. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend
eine sternenreiche Nacht. Es ist zwar kalt draußen bei uns. Gut, dann wünsche ich euch gute Nacht. Tschüss.